Heute ist Samstag, der 29. Mai, 15.44 Uhr, 2021. So, ich sitze hier gerade wieder vorm Computer und ich versuche gerade meinen YouTube-Kanal Adrian Milosevic 3 wiederzubekommen. Genau, das ist einmal der hier. Ich kann euch die URL ja gerne mal, wobei es bringt euch natürlich nichts mehr. Adrian Milosevic 2 ist das gewesen und ja, ich dachte, ich dokumentiere das einfach mal, was ich jetzt hier geschrieben habe. Ja, es schadet ja nicht, lieber zu viel dokumentieren als zu wenig, und dann irgendwann, wenn man vielleicht auch mal YouTube verklagt und die unter den Hammer kommen, dann kann man das vorlegen, kann sagen, man hat Aktivismus betrieben, YouTube hat ja, den Stecker gezogen und so weiter und so fort. So. Ich berufe mich immer auf das Grundgesetz Artikel 5 und dann habe ich hier noch geschrieben, auf meinem Kanal betreibe ich lediglich Aufklärungsarbeit und Aktivismus, außerdem sind alle meine Videos eine Form von Kunst. Da fällt mein Kanal unter den dritten Artikel. So, das ist nämlich ganz wichtig. Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. So. Ne? Das nennt man dann künstlerische Freiheit. Also ich nutze jetzt das Prinzip, was auch Rüdiger Hoffmann nutzt, den ich eigentlich überhaupt nicht mag, aber von staatenlos.info. Der lässt ja seine Videos auch alle unter Kunst laufen. Man hat halt da so ein bisschen mehr Freiheiten, wenn das als Kunst deklariert ist. Ein bisschen, ne, ist nicht kompliziert, es ist halt, ja, dann ist halt ein anderer Paragraph halt zuständig. Genau, wenn das dann halt unter Kunst fällt. So, jetzt klicken wir hier auf Senden. Moment, ist alles richtig? Ja, senden. Geben Sie ein, was das denn für ein Scheiß hier? Ist doch eine gültige URL. Seht ihr ja auch. Senden. Das HTTPS wegnehmen vielleicht. Auch nicht. Na, toll. Für mich sieht das wieder nach Geheimdienst-Hacking aus. So, ich werde das mal einfach Steuerung C kopieren. Ich mache jetzt mal den Adblocker aus. Vielleicht liegt es daran, aber ich glaube es nicht. So. Senden. Immer noch nicht. Man glaubt es nicht, ey. Das wenn ich das so vielleicht mache. Nee, ne. Warte mal, ich mach einfach mal. Oh Gott, ist das bekloppt, ey. Geht auch nicht. Klicke ich das einfach mal an. Na, ich weiß jetzt nicht, was da falsch war, keine Ahnung. Ja, Drecksverein, ja, echt, ey. Gut, super, alles klar. So, dann machen wir das hier mal zu. Ich werde meinen Kanal wahrscheinlich nicht wiederkriegen. Hello, hi, Adrian Milosevic 2. We have reviewed your content and found several or repeated violations of our community guidelines. Because of this, we have removed your channel from YouTube. We know this is probably very upsetting news, but our job is to make sure that YouTube is a safe place for all. If we think a channel severely violates our policies, we take it down to protect all other users on the platform. But if you believe we made the wrong call, you can appeal this decision. Ja, klasse, ey. Wie gesagt, ich empfehle euch da echt mal das Video von Sempervideo hier und Massengeschmack TV. Warte mal, wie lange mache ich jetzt schon? 4 Minuten, okay. Sempervideo gelöscht. Das könnt ihr euch ja mal angucken. Ja, auf YouTube ist momentan das Chaos ausgebrochen hier, und das Video könnt ihr euch mal angucken hier. Die beiden. War dieser nur eine Verwarnung.
dass wir da was gezeigt hätten. Dann haben wir natürlich Einspruch eingelegt und dann wurde der Einspruch natürlich abgelehnt. Und dann kam dann der erste richtige Strike rein. Wie gesagt, der erste ist halt nur eine Verwarnung gewesen. Dann kam der erste richtige Strike rein. Auch wieder irgendein Video, in dem irgendwas gezeigt wurde, was angeblich gefährlich ist. Ist aber alles Quatsch gewesen. Naja gut, Einspruch eingelegt, Einspruch abgelegt. Dann kam der zweite Strike rein. Das war irgendwas mit einem VPN-Server installieren. Und dann auch da Einspruch eingelegt, Einspruch abgelegt. Abgelehnt. Und dann kam jetzt halt wirklich, das war jetzt der 14. Dezember und mit jedem richtigen Strike, beim ersten Mal sind wir 7 Tage gesperrt worden, da konnte man dann keine Videos hochladen und beim zweiten sind wir dann 2 Wochen gestrikt worden oder gesperrt worden und das war dann so vom 14. Dezember bis 28. Dezember. Da sind wir dann wieder online gegangen und dann haben wir wieder 3 Wochen quasi durchgehalten und dann kam dann wirklich hier letzte Woche keinerlei E-Mail angekommen oder ähnliches, sondern einfach nur der Kanal zu. Man kann da nicht mehr drauf zugreifen. Auch privat kann man den Kanal mehr oder weniger nicht mehr benutzen, weil zum Beispiel die ganzen Abos, die man hat von anderen Kanälen, wo man sich informiert, die waren auch alle futsch. Also die Seite war komplett unbenutzbar, YouTube, mit diesem Account. Ne? Ohne Account kann man ja ganz normal benutzen. Ja, und dann haben wir das natürlich dann im Publik gemacht, so nach dem Motto, ja, also wir sind dann jetzt mal weg. Und dann haben sich aber dann die Zuschauer dann entsprechend in der Masse beschwert über Twitter, dass das YouTube-Team darauf aufmerksam geworden ist. Die sind auch auf Twitter und die haben dann eben zugesagt, gut, wir schauen uns den Fall nochmal an. Der entscheidende Punkt ist ja, die neuen AGB zu den sogenannten gefährlichen Videos sind seit Januar 2019 gültig. Vorher gab es also so eine Hausregel gar nicht. Insofern könnte man ja irgendwo vielleicht noch verstehen. So, wie gesagt, ich will jetzt nicht das ganze Video zeigen, so wird das Video noch gesperrt, irgendwie wegen Urheberrecht oder so. Wobei, es ist ja jetzt wieder ein eigenständiges Werk, in dem ich einfach nur ein anderes Werk einbezogen habe, aber trotzdem, man muss es ja nicht riskieren. So. Ich wollte es euch nur mal kurz zeigen und ja, zieht euch das mal rein. Dem guten, lieben Semper-Video, er macht richtig gute Videos, damals immer schon gern geguckt, verfolge ich auch seit 7 Jahren. Habe ich auch schon mal in anderen Videos gesagt. So, das war's für das Video. Ich wünsche euch allen was und ja, macht euch einen schönen Tag. Seid froh, dass ihr euch hier nicht mit so einer Scheiße rumärgern müsst und zieht endlich jetzt mal den Finger aus den Arsch. Ich meine das echt ernst, auch wenn ich immer so lache und alles im Spaß sage, aber ja, ihr seht's hier, Adrian Milosevic 2 ist weg. Ja, es ist nur noch die Frage der Zeit, bis Adrian Milosevic 3 irgendwann weg ist, dann vielleicht auch mein Hauptkanal. Ne? Jetzt ist ja, YouTube hat ja auch wieder neue Richtlinien. Ja, das ist jetzt das YouTube-Team eingeführt. Das heißt, auch bald kann jedes Video ab dem 1., ab morgen sogar, mit Werbung überklebt werden. Und da verdienen dann allerdings die Content-Creator, also ich zum Beispiel, dann nichts daran. Ne, das bleibt weiterhin so, dass man erst ab 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Wiedergabezeit oder so monetarisieren kann. Und man verdient pro 1000 Aufrufe so im Schnitt 1 Euro, so wie ich das wohl weiß. Ne? Also es ist halt, ja, YouTube, für YouTube ist es ein Big Business, ne? Für die Content Creator nicht. So, genau. Ich wünsche euch allen was, macht euch einen schönen Tag und ja, jetzt endlich mal aktiv werden, ne?